Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der Raiffeisen-Sporthalle zum MV-Ligaspiel des SV Grün-Weiß-Schwerin 2 gegen die SG Bützow-Güstrow. Heute trifft also der Vierte auf den Achten und Bützow-Güstrow dieses Spiel noch Saison noch kein Spiel gewinnen konnten. 0-4 Punkte haben sie auf ihrem Konto. Grün-Weiß-Schwerin konnte hingegen schon 5-3 Punkte einfahren und geht hier leicht favorisiert in das Spiel. Nun wollen wir gucken, wie sich die junge Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin 2, die eigentlich noch zum größten Teil aus A-Jugendlichen besteht, hier schlagen kann, ihre Erfolgsserie weitersetzen kann und sich oben festsetzen kann in der MV-Liga. So, und auf geht's ins Spiel SV Grün-Weiß-Schwerin gegen die SG Güstrow-Bützow. Und wir sehen sofort Manndeckung. Katrin Hilger nimmt da die Cassie Marie Schafska aus dem Spiel. Also Steffen hat sich vorbereitet auf seinen Gegner und will gleich die wohl stärkste Spielerin aus dem Spiel nehmen. Und Laura Fischer die erste Handball. Oh, oh. Das ist genau die Spielerin. Das ist Auflaufen. Das soll jetzt etwas stärker geahndet werden in dieser Saison, weil der Stürmer den Ball hinterher guckt, nicht sieht, wo der Gegner steht. Und das ist natürlich gefährlich für die Gesundheit. Und jetzt Stürmerfoul entschieden gegen Jule Schiller. Aber hier haben wir wieder Steffen in seiner gewohnten Weise mitspielend an der Trainerbank. Die Bützow-Güstrower Bank ist da ruhiger. Und das Lücke da nutze und wieder Fischer, die den Ball abfängt. Und 1-1, klasse durchgesetzt und wieder Laura Fischer. Aber der Ball kam auch direkt auf den Torwart. Und schön durchgespielt an den Kreis auf Katrin Hilger. Und es gibt 7 Meter und gelbe Karte gegen Anne Klink. So, und 7 Meter Spezialist. Nun für Grün-Weiß-Schwerin 2 Anna Linke. Und sie scheitert mit dem ersten 7 Meter hier. Es bleibt beim 0-0. Und der Ballverlust von Bernie Lenz auf der Außenseite. Und jetzt mal das schnelle Spiel. Und Güstrow-Bützow.
Alles gut verteidigt, das wenig Platz in der Schweriner Abwehr. Und Laura Fischer, sicher, sie schießen sie so langsam und allmählich warm da im Tor. Güstrowitz bleibt in der 6-0-Deckung. Und wieder hat Bonnie Lenzer Schwierigkeiten mit der Außenspielerin. Und der erste Wurf aus der zweiten Reihe, Maria Kluten. An den Pfosten und es steht hier nach fast 4 Minuten noch 0-0. Jetzt hat Steffen auch reagiert. Bonnie, der Probleme hatte auf der Außenseite, erstmal rausgenommen. Auch der Pass geht daneben und jetzt die Spielerin wollte Steffen aus dem Spiel haben und sie macht hier das erste Tor. Cassie Maria Czaska mit dem 1-0 für SG Bützow-Güstrow. Ja, Schwerin findet hier noch gar kein Mittel, die Abwehr, die gut gestaffelt auf 6-0 steht, zu bezwingen. Wichtig wäre in so einer Situation natürlich, über eine gute Welle, gut angezogene Welle, irgendwo in eine, ja, technischer Fehler von der Nummer 9, Schrittfehler. Nein, wie gesagt, um weiterzuführen, die ganze Geschichte, wichtig ist, die ganze Abwehr in Bewegung zu bekommen, damit man halt auch bei einer gut gestaffelten 6-0-Abwehr sich Lücken erschaffen kann. Und da war die Lücke eben da auf Seiten von Bützow-Güstrow, Jeanette Krüger mit dem 2-0. Da haben sie nicht aufgepasst, da auf der linken Außenseite. Und da versucht sie es wieder gut zu machen und scheitert am Pfosten. Dafür holt sie sich den Ball jetzt da wieder. Hat aber Pech, dass der Ball dann wieder bei den Roten landet. Bei den Roten. Okay. Bei den Roten von Bützow-Güstrow. Ja, das 3-0 jetzt für Güstrow. Auch der Wurf von Maria Kluth geht am Tor vorbei, 0-3. Und jetzt sollte man aufpassen auf Schweriner Seite, dass man nicht zu früh hoch in Rückstand gerät und das ganze Spiel dann an diesem Rückstand hinterherläuft. Gibt es noch die gelbe Karte gegen Jule Schiller. Technischer Fehler, wo da haben die Schwerinerinnen zu spät reagiert. Und jetzt der Wurf von Antje Krupke, jetzt war der Treffer zum 4-0. Ja, bei Schwerin fehlt mir so ein bisschen die Spannung in der Abwehr und die Freude vorne im Angriff, selber Tore zu erzielen, sich selber Möglichkeiten zu erschaffen, um einfache Tore zu werfen.
gucken, jetzt hat Nummer 8 einen Spielzug angezeigt. Vielleicht klappt es über so eine Sache. Bleibt abzuwarten, ob das Ganze von Erfolg gekrönt wird. Ja, wir sehen ja Theresa Meissner mit dem Ball nach außen weg. Wir haben es jetzt mit 2 Kreisspielern versucht. Aber 8 Minuten 0 Tore, das spricht eigentlich für sich. Und da ist klar zu sehen, warum Steffen Franke da vor Bützogestro gewarnt hat. Und jetzt gibt es 7 Meter. Und Cassie Marie Schaska am 7 Meter Punkt. Oh. Er war knapp, aber er war drin. Und so steht es 0 zu 5 hier. Das ist ein Spielverlauf, mit dem ich, ehrlich sagen muss, nicht so gerechnet hätte. Na, ich sicherlich auch nicht. Ich habe gedacht, jetzt ein bisschen Aufschub durch die letzten Spiele, paar Wochen Pause, dass Schwerin da konzentriert zu Werke gehen kann. Aber wieder Ballverlust. Wieder der Versuch über die erste, zweite Welle jetzt nachgestoßen. Ja, abgebrochen, Spielaufbau neu. Jetzt muss man. Jetzt muss man sehen auf Schweriner Seite, das können wir ja noch kurz anführen, zuletzt gewonnen. Ja, Steffen hat, glaube ich, schon eine grüne Karte in der Hand, ist wohl sehr unzufrieden, ist auch keine Lautstärke in der Abwehr zu hören. Ja, einfache Möglichkeiten zum Torwurf, da muss Steffen reagieren. Ansonsten geht das Ding hier ganz wild nach hinten los, würde ich sagen. Ja, man hat es gerade gehört, sehr, sehr leise in der Halle, weil die Abwehr eben nicht redet. Man hört eher noch den Angriff lauter von Bützogestrow. Und ich wollte es noch kurz noch zu Ende führen. Grün-Weiß gewann nach 20 zu 17 Rückstand, 5 Minuten vor Schluss noch 20-22 bei Pädagogik Rostock. Hat sich also hinten raus gut rausgekämpft und das wäre auch die Hoffnung für heute, dass man hinten raus dann doch besser ist. Jetzt der freie Wurf von außen in den Pfosten drin, Jeanette Krüger. Ihr zweiter Treffer. Zum 0 zu 6. Ja, wie ist das als Spieler? Wie nimmt man so eine Situation auf? 10 Minuten, 6-0 hinten. Gibt man innerlich schon so ein bisschen auf? Nein, ich denke nicht, aber ich sag mal, die zwei, drei Möglichkeiten, die vorhanden waren zum Torwurf, die nicht genutzt wurden, machen einen sicherlich ein bisschen, lässt jemanden frustrieren, aber ich denke, man sollte den Kopf jetzt noch nicht hängen lassen. Das Spiel ist erst 10 Minuten alt. Es ist zwar 0 zu 6, hört sich ganz schön böse an, aber ich denke mal, Steffen wird hoffentlich gleich reagieren, um seine Mannschaft nochmal neu einzustellen. Abwehr wie auch im Angriff. Weil ansonsten, wie gesagt, möchte ich nicht darüber nachdenken, wo es im Endeffekt nach 30 Minuten zur Halbzeit endet oder nach 60 Minuten am Ende des Spiels. Jetzt hat technisch der Fehler angezeigt, aber der Ball war auch gehalten von Laura Fischer und die scheint momentan die einzige Schwerinerin in guter Form zu sein.